freut mich erstmal, dass wir so gut in die Tabelle stehen und reichlich gepunktet haben. Das ist auch richtig gut und jeder sieht, dass wir auch eine starke Saison bis jetzt spielen. Wir wollen auch weiter kontinuierlich punkten. Wir wollen auch diese 40er-Marke erreichen, wo auch uns laut aller Statistiken Klassenerhalt garantiert. Dann wir sind nah an Ziel jetzt gekommen und wir haben auch Möglichkeit in Kiel diese Marke zu knacken. Ich weiß, das wird sehr schwer, weil fairerweise Kiel hat auch jetzt nur Ergebniskrise. Die sind auch nach wie vor richtig spielerisch stark und dominant. Ich habe auch das Spiel gegen Pauli gesehen, wo die auch meiner Meinung nach bessere Mannschaft waren und unglücklich verloren haben. Dementsprechend wird das Spiel wieder auf Augenhöhe, viel dynamisch, viel Robustheit wird auch gefragt in dem Spiel, natürlich auch Charakter, weil laut Wetterberichte wird auch richtig Kälte sein und natürlich müssen wir versuchen, alles rauszuholen, da kontinuierlich zu punkten. Ja, ich glaube, das ist mein Wetter, ja. Ich bin aus Ukraine, so, aber ja, ganz ehrlich, ich glaube, das Wetter ist nicht so wichtig. Weil gleiche Werte für beide Mannschaft und vielleicht, nicht vielleicht, auf jeden Fall ist es Topspiel, 13 gegen 4, aber das interessiert uns nicht. Wir haben unser Ziel, das 40 Punkte zu erreichen und haben wir Möglichkeit am Samstag das zu machen. Und müssen wir echt 100% zu bringen, zu geben, weil Kiel ist guter Gegner. Dass die drei Aufsteiger so gut performen, gibt es auch wahrscheinlich einmal in die Geschichte. Und wenn ich mich nicht täusche, momentan sind alle drei, haben wir 110 Punkte gesammelt, stehen wir auf Platz 3, 4 und 5. Das ist auch, sagen wir so, hart erarbeitetes Ergebnis. Und man auch sieht, dass die auch alle drei Aufsteiger sich haben sich gut angepasst in die Liga und richtig gut performen und entwickelt. Ich glaube auch, dass letztes Jahr dritte Liga richtig stark war. Wir haben auch alle drei verdient, zweite Liga zu spielen und dann mit dem Ergebnis jetzt haben wir das bestätigt. Ja, natürlich, als Trainer wünscht sich, dass wir auch wenig Tore bekommen. Aber wie gesagt, wenn wir mit dieser Gegentorezahl gut umgehen können und mehr Tore schießen können und punkten und gewinnen, das ist auch für mich sehr, sehr wichtig. Klar, die Zuschauer wünschen sich Spektakel, mehr Tore, das ist auch in Ordnung. Aber wir müssen auch versuchen, diese Balance zu finden zwischen unserer Defensive und Offensive. Das ist auch uns in gewissen Phasen dieser Saison sehr gut gelungen. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass wir auch Ergebnisse haben. Und dementsprechend, ich habe auch kein Problem, wenn wir 2-1 gewinnen statt 1-0. Hauptsache, dass wir auch weiter punkten. Überragend, muss ich sagen. In MSV sind richtig gut Fans und über 500 Kilometer zu fahren, das ist echt stark. Und vielen Dank. Ist auch keine Selbstverständlichkeit in diese Kälte draußen und ich glaube auch, dass die Fans freuen sich riesig auf unsere Saison, wir auch und ich sehe auch die Mannschaft, die ist auch willig und wir wollen auch unsere Fans glücklich machen und in Kiel weiter punkten.